Lieben, ich bin am Grundstück und es ist soweit, die Außendämmung kommt dran. Es läuft also super. Na, trocknet. Sieht schon richtig hell aus. Juhu! Fensterbänke. Dreckig. Sieht dreckig aus da hinten. Ja, aber Fensterbänke sind auch schon da. Sehr gut. Der Putz trocknet schon schön. Haha. Und? Ja, schließ mal auf. Schließ mal auf. Mal reinschauen. Aber nicht reintreten. Aha. Nach Fußbodenheizung ist vor Fußbodenheizung. Ist der Estrich. Ich weiß, dass das der Estrich ist. Krass. Boah, stinkt das. Mhm. Sollte nicht anfassen. Hast du jetzt unseren Estrich angefasst? Ja, habe ich. Cool. Sieht irgendwie gerade extrem klein aus. Was? Das Wohnzimmer sieht so klein aus. Nein, Quatsch. Doch. Ist die Decke dunkler geworden? Nein. Wirklich? Feuchtigkeit ist hier jetzt drin. Aha. Sobald du kannst, musst du lüften. Jetzt muss jetzt durch. Jetzt können wir erstmal nichts mehr tun. Einen wunderschönen guten Morgen. So. Ab ins Haus. Seit gestern haben wir das offizielle Go, auf den Estrich zu dürfen. Unser Bauleiter war nämlich gestern da und hat gesagt, es hat sich schon eine Pfütze im Haus gebildet wegen der Feuchtigkeit. Und jetzt müssen wir langsam mal die Fenster aufreißen. Ah, guckt euch die Wände an. Da sieht man das richtig, wo es schon gut getrocknet ist und wo es noch nass ist. Ja, und meine Aufgabe... Oh Gott! Das sieht jetzt komplett anders aus, weil irgendwie der höhere Boden, wie krass. Ja, meine Aufgabe ist es jetzt erst einmal, hier Fenster aufzureißen. Solange ich hier bin. So, da habe ich jetzt einfach mal einen Eimer hingestellt und da habe ich auch noch einen gefunden. Ich habe jetzt überall mal Fenster aufgerissen, zumindest hier schon mal. Guter Durchzug gerade. Jetzt mache ich hier noch auf. Ich bin mal gespannt, wann es dann hier scheppert. Aber muss ja sein. Jetzt noch oben das Ganze, damit richtig schön Durchzug ist. Aha. Ah, ja, jetzt sieht es hier oben irgendwie besser aus, weil dieser Estrich, der macht extrem viel aus. Das war hier immer so ein bisschen turmartig hier oben. Da habe ich mich immer so ein bisschen verloren gefühlt. Und obwohl das jetzt nur, ich weiß nicht, Fußbodenheizung und 6 cm Estrich sind, ist es jetzt irgendwie besser. Ja, jetzt ist es irgendwie nicht mehr so ein Turm. Ja, jetzt sieht das alles irgendwie ein bisschen gemütlicher aus. Sehr gut. Jetzt reißen wir mal hier oben die Fenster auf. Hier ist es noch echt feucht, der Boden glänzt so richtig. Tja, ihr Lieben, das ist jetzt mein großer Job. Ich stehe hier und lüfte. Auf jeden Fall sollte ich eine Stunde hier sein. Ich bin ja aber jetzt fast schon eine halbe Stunde draußen, aber es geht so ein schöner Wind, dass ich überlege, ein bisschen länger zu bleiben, dass ich das ein bisschen ausnutze. Wer weiß, wie das Wetter sich verändert. Ich habe die Fenster jetzt weit offen, aber wenn ich fahre, muss ich sie kippen. Obwohl ja heute Abend Gewitter angesagt sind. Also muss ich schauen, dass ich vielleicht
Ja, also hier, wo ich die Wetterseite vermute, weil da auch der Wind immer herkommt, werde ich die Fenster vielleicht zumachen und dann nur die anderen offen lassen. Mal schauen. Ja, aber vielleicht bleibe ich heute ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Ich habe heute nicht mehr so viel zu tun. Ich muss nachher nur noch zur Ärztin, aber erst um 12. Und jetzt ist es 9:30. Also ich habe noch ein bisschen Zeit und vielleicht bleibe ich ein bisschen länger hier und setze mich jetzt ins Auto einfach mal, weil es geht gerade so ein toller Wind hier durch. Ne? Wir hatten die letzten Tage ja ganz oft so schwüle Temperaturen und so eine hohe Luftfeuchtigkeit, habe ich mir auch gedacht, das ist vielleicht nicht optimal. Also ich bin kein Experte für Estrichtrocknung. Ich habe keine Ahnung, was jetzt besser ist. Guter Wind oder extreme trockene Hitze. Aber was halt heute ist, es geht mal ein Wind durch. Ne? Und hier steht ja so diese feuchte Luft drin. Es riecht so nach nassem Stein hier drin und so modrig, na modrig nicht, aber na, nasser Stein halt, ne, nasser Beton. Und ja, jetzt geht gerade so toll der Wind hier durch. Vielleicht bleibe ich mal eine halbe Stunde länger und nutze das mal aus. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Tja, ansonsten kann ich gerade nicht viel tun. Ich denke, ich werde mich jetzt mal ins Auto setzen und ein bisschen was arbeiten, weil hier kann ich nicht viel machen. Egal, wie gern ich auch möchte und wie oft ich im Kreis laufe, ich kann nichts tun. Also, ja, setze mich mal ins Auto. Ah, auch hier draußen hat sich was getan. Unser Dachkasten ist dran. Der sieht eigentlich schon relativ weiß aus, aber wir sollen den nochmal streichen, sagt unser Bauleiter, damit wir länger was davon haben. Aha. Ja, ihr Lieben, ansonsten ist die Woche gar nicht so viel los. Wir warten jetzt noch ein paar finale Angebote, was Handwerkerleistungen betrifft. Und wenn der Estrich so weit ist, dass wir, dass er noch ein bisschen durchgetrocknet ist, also dass noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit raus ist, dann können wir mit dem Dachboden anfangen. Und ja, dann peu à peu wird es weitergehen. Mal schauen. Wir haben jetzt final unsere Couch bestellt. Die hat eine Lieferzeit von längstens 14 Wochen, also spätestens Ende September sollte die kommen. Unser Küchenmensch kommt am 7.7., glaube ich. Ich glaube am 7.7. und nimmt das Aufmaß für die Küche. Und die Küche hat eine Lieferzeit von 2 Monaten. Das heißt, Anfang September kommt die Küche. Genau, unser Laminat haben wir jetzt final ausgewählt. Also wir haben ja noch so ein bisschen überlegt, hin und her, wegen ein, zwei Sachen. Wir haben es aber jetzt final ausgewählt, haben es jetzt auch schon angezahlt. Er wird es jetzt bestellen. Denn das ist eine Farbe, die hat er nicht auf Lager. Die ist nicht so oft ausgewählt. Wir fanden sie aber von Anfang an ganz toll. Und er hat aber gesagt, das kann bei ihm im Lager liegen bleiben, das macht nichts, weil ich halt gemeint hatte, das ist unser Problem, wir können die ja jetzt nicht bestellen und wo soll das hin, das ganze Laminat fürs Haus, ne? Nee, lässt er bei sich im Lager liegen, gar kein Thema. Da ist dann noch alles dabei, Trittschalldämmung haben wir dann eine sehr gute ausgewählt, ich glaube, wir haben Trittschallplatten. Platten. Und so eine Dampfsperre haben wir auch genommen, weil wir ja eine Fußbodenheizung haben. Er meint zwar, meistens ist sowas wie eine Dampfsperre schon integriert. Also das heißt nicht eine Dampfsperre, aber da ist dieses Laminat schon so aufgebaut, dass es für Fußbodenheizung geeignet ist. Aber das Problem ist halt, die Dampfsperre ist nämlich einfach so eine Folie, die man ausrollt, gut verklebt und das war's. Und wenn man das nicht macht und dann ist aber irgendwas mit dem Laminat und man will zum Hersteller wegen Garantie und man hat keine Dampfsperre drin, dann wird dir gerne mal gesagt, naja, bist du selber schuld, die hättest du vielleicht reinmachen sollen, weil empfohlen wird's ja. Ja, und die Dampfsperre fürs ganze Haus kostet jetzt mit allem drum und dran, ich glaube 120 Euro oder so. Und haben wir gesagt, naja, komm dann. Ich habe jetzt gedacht, der kommt mit 2000 Euro oder so um die Ecke. Aber er hat gesagt, 120 Euro, ein bisschen Rabatt noch drauf und. Und dann haben wir gesagt, ja komm, für 120 Euro legt das Zeug da rein und dann ist gut. Dann sind wir auf der sicheren Seite und wenn mal was sein sollte, sind wir safe. Ich meine, 120 Euro, klar, auch haben oder nicht haben, ne? Aber für 120 Euro jetzt riskieren, dass da mal irgendwas ist mit der Garantie für den Boden im schlimmsten Fall. Nee, das nicht. Ja, okay. Jetzt werde ich das noch ein bisschen aussitzen hier, weil im Moment halt so ein schöner Wind geht. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen, da werde ich jetzt halt noch ein bisschen was arbeiten und ja, noch ein bisschen den Wind ausnutzen. Und ich würde sagen, ich melde mich wieder bei euch, wenn es was zu berichten gibt oder im nächsten Vlog. Mal gucken. Und ja, schauen wir mal. Jetzt würde ich erstmal sagen, ich beende das hier. Das ist nur ein kurzes Update, aber es gibt halt gerade nicht so viel zu zeigen. Aber das ist der aktuelle Stand und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag und gerade mal 7.30 Uhr und ich bin schon auf der Baustelle. Weil unsere Große
war jetzt seit Donnerstag bei der Schwiegermutter zu Besuch. Also die wohnen nicht so weit von uns weg, aber Annabelle war jetzt mal dort und hat Urlaub gemacht. Ein bisschen Ferien, waren im Kino und Frühstück im Bett und alles cool. Und heute, weil man mit Hannah auch mal dazu stoßen kann, auch mal dabei ist und ich zu Hause ein bisschen was machen kann, weil durch das dauernde Lüften auf der Baustelle war ich auch nicht so oft zu Hause und ist ein bisschen was liegen geblieben. Ja, und ich habe ihn jetzt halt gefragt, weil Hannah die Nachts und Tage gemacht hat heute. Die merkt immer, wenn Annabelle nicht da ist. Immer wenn Annabelle nicht da ist, dann ist sie nachts wach und muss ins große Bett und das ist so interessant. Ja, auf jeden Fall waren wir früh wach. Und ich habe ihn gefragt, ob es ihn stören würde, wenn ich gleich rausfahre. Ne? Weil es ist halt jedes Mal eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, eine halbe Stunde hier sein. Habe ich ihn gefragt, ob es ihn stört, wenn ich jetzt fahre. Weil Hannah spielt gerade mit Lego, dann gibt es Frühstück. Und ich dachte halt, wenn ich es jetzt gleich erledige, dann ist es gemacht. Weil ansonsten fahren sie gegen 10, bis ich dann wieder zu Hause bin, ist auch schon wieder 12. Nee. Und deswegen bin ich jetzt schon hier und ich habe einen Pullover angezogen tatsächlich. Es ist total mild. Total, also es ist super warm. Wir hatten gerade schon 22 Grad um kurz vor 7. Aber hier geht immer Wind, was ich persönlich liebe. Ich liebe ja Wind. Ich finde es toll, dass hier Wind geht. Also ich hoffe, es bleibt auch so. Aber es ist auch mir schon ein bisschen gewohnt und es bleibt windig. Ich persönlich finde es toll. Aber vorgestern, als ich hier war, habe ich dann tatsächlich gefroren durch den Wind und auch wenn der so durchs Haus zieht. Deswegen habe ich mir jetzt Pulli angezogen. Was hier nicht alles durchs Haus weht gerade. Aber der Estrich ist schon heller geworden und auch die Wände, man merkt es, sind schon viel heller. Ja, sieht gerade total schön aus, ne? Oh, da ist noch ein Fenster nicht richtig offen. Nächste Woche kommt übrigens unser Küchenmensch und nimmt das Aufmaß für die Küche. Freue ich mich, geht wieder was voran, weil, habe ich euch ja schon mal gesagt, wir haben hier keine Fensterbank, sondern unsere Arbeitsplatte schließt mit dem Fenster ab. Wir haben ja 98er Höhe. Ja, und das muss er natürlich genau ausmessen, dass das dann auch stimmt. Und dann kommt hier irgendwann unsere Küche rein. Meine Eltern haben sich neulich übrigens auch ihre neue Küche gekauft. Cool, war ich gleich neugierig. Haben sie mir gleich Fotos von geschickt und ich freue mich, wenn hier dann irgendwann unsere Küche ist. Übrigens, ihr wollt es nicht wissen bei so einem Neubau, ne? Weil das Klima hier drin natürlich relativ feucht ist. Im Regelfall auch warm, weil es ist zwar, man merkt zwar, dass hier drin kühl ist, klar, es ist kaltes Mauerwerk, kalt und nass, aber es ist trotzdem natürlich relativ warm draußen und hier drinnen, gerade in den ersten Tagen, waren so viele Ohrenkneifer und Schnaken und Weberknechte und vor allem Ohrenkneifer, ich hasse Ohrenkneifer, die sind so, auf jeden Fall echt was los hier. Ja, die verschwinden dann auch irgendwann wieder, also haben wir gedacht, lass uns doch mal in Frieden, aber überall, wo ich hingeguckt habe, also okay, übertrieben, es waren jetzt nicht überall die Wände schwarz von Ohrenkneifern, aber in jeder Ecke irgendwo so und bei Ohrenkneifern bin ich echt so, boah. Naja, auf jeden Fall, so der aktuelle Stand, jetzt gehe ich hoch. Man merkt halt, hier in den Ecken ist die Belüftung nicht ganz so durchgängig, ne? Da ist noch ein bisschen feuchter, seht ihr ja, hier sind die Wände noch dunkler, aber hier ist schon schön hell. Die Diele wird auch richtig gut, also hier war es neulich auch noch relativ dunkel in den Ecken. Aber es wird, trocknet echt gut, sehr, sehr gut. Ja, hier bei mir geht es auch mittlerweile. Hier ist der Durchzug halt nicht so groß wie im Wohnzimmer, man merkt es halt, aber doch. Und Wohnzimmer war ja von Anfang an hier mit den Fenstern schon super getrocknet. Ja gut, dann gehe ich mal hoch. Walte meines Amtes dort oben. Ja, dann würde ich sagen, ich verbringe jetzt hier meine Zeit. Vielleicht mache ich mal draußen einen kleinen Rundgang. Ist ja niemand da. Schauen wir mal die Häuser hier so an, die um uns herum sind. Ich gehe natürlich nicht rein, klar. Obwohl das hier durchaus so gemacht wurde. Also wir hatten auch mal, die Nachbarn waren mal bei uns drin. Beim Nachbarn waren wir mal drin. Also das ist hier relativ locker. Aber ich mache es natürlich nicht. Aber ich laufe mal eine kleine Runde. Sind ja einige Neuerungen und schaue mich mal um. Und dann geht's wieder ab nach Hause.